Wir sind gemessen an allen Parametern eine Spitzenuniversität. Ein guter Teil unseres Erfolgs in Forschung und Lehre geht darauf zurück, dass wir eine Unmenge kreativer Geister an dieser Uni haben. Bei den Studierenden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in der Administration und natürlich in den Forschenden. Aber wir glauben, dass wir noch besser werden können, noch innovativer, noch kreativer. In einer großen Organisation wie einer Volluniversität gerät Kreativität manchmal unter Druck, dadurch, dass Grenzen entstehen zwischen Instituten, zwischen Fakultäten und Disziplinen, zwischen Forschenden und administrativ Unterstützenden, zwischen Lehrenden und Lernenden. Wir wollen uns auf das besinnen, was uns ausmacht. Wir, alle zusammen, sind eine große Forschungs-, Lehr- und Lerngemeinschaft. Wir marschieren auf dem March for Science gemeinsam und wir bringen gemeinsam neues Wissen hervor. Und dieses Gemeinsame macht uns stark und die Grenzen überschreiten macht uns kreativ. Wir brauchen die Begegnung, die Atmosphäre der Heterogenität, der Irritation und der Anregung. Schaffen wir mehr Raum dafür, werden wir noch besser. Wir schaffen daher Räume, in denen wir uns besser als bisher begegnen können, über alle Grenzen hinweg. Das ist unser Projekt der Open Spaces. Wir schaffen auch Prozesse, in denen wir gemeinsam über alle Grenzen hinweg Probleme identifizieren und lösen können. Das ist unser Projekt der Co-Creation, in dem alle Studierende, Lehrende, Forschende und Administrierende in einem Bottom-up-Prozess unsere Universität beständig erneuern und besser machen können. Gebündelt wird das im Lighthouse, einer kleinen, aber innovativen Einrichtung, die hilft, Kreativität institutionell zu erleichtern und zu organisieren. Und wir reflektieren unsere Forschung, theoretisch und ethisch, in einer Gruppe namens Felser. Und wir stehen mit der Gesellschaft, der wir demokratisch verantwortlich sind, in einem reziproken Austausch darüber, mit Projekten wie Nexus. Und das Ergebnis ist ein Kulturwandel an der Universität Freiburg, der den Kern dessen freilegt, was uns ausmacht. Nämlich gemeinsam kreativ zu sein.